Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Mein Name ist Kerstin Radler. Als Regensburger Abgeordnete engagiere ich mich als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecherin der Freie Wähler Landtagsfraktion. Die Linderung der Corona-bedingten schweren Situation unserer Kunst- und Kulturszene ist mir ein Herzensanliegen. Um mehreren Künstlern helfen zu können, habe ich meine Diätspenden daher aufgeteilt. Meine erste Spende ging ans virtuelle Regensburger Spektakulum. Das ist ein sehr stimmungsvolles Mittelalterfest, bei dem man hautnah und authentisch erleben kann, wie man früher lebte. Heuer fand dieses wunderbare Fest das erste Mal digital und sehr erfolgreich statt, weil viele Künstlerinnen und Künstler sich auf dieser Plattform präsentieren konnten. Weil ich auch seit meiner Kindheit passionierte Theaterbesucherin bin, habe ich mit meiner zweiten Spende 3 Stuhlpatenschaften für die Bar der Kleinkunstbühne Stadttheater übernommen, damit auch kleine Spielstätten überleben können. Meine dritte Spende übergab ich der Bühnen- und Kostümbildnerin Katharina Claudia Dobner für ihre vielfältige künstlerische Arbeit. Zudem ging eine weitere Spende an den Verein Space Eye, ein Regensburger Verein, der akute Nothilfe für Menschen auf der Flucht und derzeit für die Geflüchteten auf Moria leistet. Es ist großartig, was künstlerisch und sozial Engagierte auch unter erschwerten Bedingungen bewerkstelligen. Und das möchte ich gerne mit meiner Unterstützung würdigen. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion.